Ja, wir sind hier im Zoo Berlin und zwar im Flusspferdhaus. Hier werden sowohl Großflusspferde als auch ein Zwergflusspferd gehalten. Aber weil viele Zoos Zwergflusspferde halten, habe ich mich entschieden, die Großen zu filmen. Wie ihr seht, hatte ich dieses Mal auch Glück mit dem Film an der Scheibe unter Wasser. Das ist nicht immer so. Sehr häufig kann man wegen dem Besucherandrang nicht gut filmen und an manchen Tagen ist das Wasser auch sehr trüb. Ja, das Flusspferd holt mal wieder Luft, aber ich will euch etwas über die Tiere erzählen. Leider habe ich es nicht aufnehmen können. Vorhin hat eines der Tiere mich und die anderen Besucher durch die Scheibe angegähnt. Dieses Gähnen bedeutet aber nicht, dass das Flusspferd jetzt müde ist. Nein, das ist eine Drohgebärde. Das Flusspferd präsentiert damit seine Zähne. Damit deutet es anderen Flusspferden, Tieren oder in dem Fall uns Besuchern an, dass das sein Revier ist und wir gefälligst Abstand halten sollen. Und Flusspferde werden da sehr aggressiv. Besonders die Kühe, die auf ihre Jungen aufpassen. Aber auch bei allen anderen Flusspferden sollte man Abstand halten. Tatsächlich sagt man, dass Flusspferde die gefährlichsten Tiere Afrikas sind. Statistiken darüber gibt es nicht. An dieser Stelle erwähne ich aber mal, dass Farin Urlaub von der Band Die Ärzte vor Jahren mal eine Tour durch mehrere Länder Afrikas unternommen hatte. Er berichtete, dass seine Tour einmal zwischen Krokodilen auf dem einen Ufer und Flusspferden auf dem anderen hindurch musste. Der Tourguide entschied sich, lieber näher an den Krokodilen entlang zu fahren, weil diese eher ruhig blieben. Tatsächlich hat es in der Vergangenheit immer wieder Fälle gegeben, wo Flusspferde Boote attackiert hatten und zum Kentern gebracht haben. Andersherum ist das Flusspferd leider gefährdet eben durch den Menschen. Sie werden gejagt wegen ihrer sehr widerstandsfähigen Haut, wegen des Elfenbeins, wegen ihres Fleisches und teilweise werden sie auch aus Vergnügen gejagt. Viele Anwohner sehen in den Flusspferden auch noch Schädlinge, die ihre Felder verwüsten. Dennoch das größte Problem der Flusspferde ist der Verlust ihres Lebensraumes. Sie benötigen Grasweiden, die durch die Landwirtschaft der Menschen verloren gehen. Flusspferde verbringen die meiste Zeit im Wasser, vorwiegend in der Nacht. Da verbringen sie mit der Nahrungssuche an Land. Und sie fressen dabei überwiegend Gras und andere Pflanzen. Es sind aber tatsächlich schon Fälle beobachtet worden, wo Flusspferde Fleisch gefressen haben. Vor kurzem ging ein Video viral, wo ein Flusspferd ein Krokodil verjagt hatte, das zuvor einen Zebra erlegt hatte. Anschließend fraß das Flusspferd von dem Fleisch des Zebras. Und vor 4 Jahren wurde ein Flusspferd fotografiert, das selbst 2 junge Gnus attackierte, tötete und dann deren Fleisch fraß. Außerdem wurden 2011 auch Fälle beobachtet, wo Flusspferde die angeschwemmten Kadaver ihrer Artgenossen angefressen hatten. Also Kannibalismus. Heute kommen Flusspferde nur noch in wenigen Gebieten Afrikas vor. Heute nur noch südlich der Sahara. In Ägypten und im Sudan, wo sie früher am Nil gelebt hatten, sind sie inzwischen ausgestorben. Im Pleistozän, also in der Zeit vor ca. 2,5 Millionen Jahren bis vor 12.000 Jahren, hat es sogar Flusspferde in Europa gegeben. Es gab sie sogar am Rhein und in Südengland. So, damit verabschiede ich mich für heute von den Flusspferden und hoffe mal, es hat euch gefallen und werde morgen ein neues Video präsentieren.